Willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2020. Willkommen zurück auf Fast LP. Willkommen zurück zum 14. Rennwochenende. Wir sind in Belgien auf der Strecke Spa-Francorchamps und gehen jetzt rein ins Qualifying. Haben ja jetzt vor, weiß gar nicht wie viele Folgen, aber Mick Schumacher als neuen Teamkameraden, Teamkollegen eingestellt. Und das ist schon mal ziemlich cool. Und jetzt geht es hier darum natürlich, dass wir uns die Pole Position schnappen. In so einem schicken gelben Flitzer. Ramon Rodriguez wird sich davor kämpfen müssen. Im Moment ist es noch trocken. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Sieht ein bisschen bedeckt aus im Moment, das Wetter. Aber noch trocken. Das heißt, wir sollten schnell hier eine Rundenzeit mit Trockenreifen fahren. Unseren schönen roten mit der weichen Reifenmischung natürlich im Qualifying. Dann schauen wir mal, was wir hier von der Zeit hinbekommen. Natürlich haben wir da jemand direkt vor der Nase. Frage ist, wer ist das? Und ob er uns im Weg stehen wird auf unserer Runde. Auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, dass durch das letzte Update, das jetzt für mich neu ist, also seit es das Update gab, bin ich nicht mehr gefahren, nur gerade eben 2-3 Runden im freien Training, um wieder reinzukommen, dass sich da auch im Fahrverhalten wieder ein bisschen was geändert hat, weil es fühlt sich ein bisschen ungewohnt an. Kann aber auch sein, dass es einfach daran liegt, dass ich schon seit mehreren Wochen kein Formel 1 mehr aufgenommen habe und auch nicht privat gespielt habe. Kimi Räikkönen vorerst mal mit der schnellsten Runde hier in Q1. Das lässt sich ja dann rausfinden, ob uns das hier beeinträchtigt oder eher nicht. Das war nicht gut. Ich fahre die Runde trotzdem fertig. Dem Auto scheint es noch gut zu gehen. Aber das war natürlich keine Glanzkurve. Wenn wir da so weit rausgefahren sind, fast unseren Frontflügel verloren haben. Dementsprechend die Zeit nicht schneller als die von Hamilton, 2 Sekunden langsamer. Deswegen bleiben wir gleich nochmal draußen, probieren das auszubessern. Weil die Zeit, die wir jetzt gefahren haben, natürlich nicht repräsentativ ist, wenn man da so einen Schlenker drin hat. Ich will ja auch nur noch die eine Runde fahren, mehr will ich ja gar nicht. Sektor Bestzeit in Sektor 1, jetzt Grosjean und Norris, die hier ein bisschen im Weg sind. Grosjean macht Platz, ist immer sehr gut. Da haben wir dann wenig Zeit verloren. So, hier muss man einfach ein bisschen länger auf die Bremse stehen. Norris macht auch Platz. Sehr gut. Haben wir auf jeden Fall schon mal eine halbe Sekunde bisher rausgeholt. Und das war ja noch vor unserer Stelle, wo wir so komisch rausgerutscht sind in der Kurve. Schon eine Dreiviertelsekunde. Hier diesmal besser durchgekommen und da geht die Zeit dementsprechend hoch. Fast 3,5 Sekunden jetzt. Schneller als unsere missglückte erste Runde hier. So, dann die S-Kurve hier vor Start und Ziel.
und dann fast 4 Sekunden. Auf jeden Fall deutlich die schnellste Runde in diesem Q1. Jetzt haben wir eh keinen Sprit mehr, das heißt, wir gehen mal flugs zurück in die Boxengasse. Und dann schauen wir mal auf den Zeitmonitor. 1,5 Sekunden schneller als Hamilton, das sollte auf jeden Fall reichen für das Bestehen von Q1 und das Weiterkommen in Q2. Sektorbestzeit auch in jedem Sektor. Tut sich auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Und damit kommen wir auch schon zu Q2 in Belgien. Fahren direkt wieder raus. Sieht ein bisschen sonniger aus jetzt. Nicht mehr so bedeckt und trist wie in Q1 noch. Eindeutig besseres Wetter. Dann schauen wir mal, ob wir auch hier Bestzeit in jedem Sektor holen können und damit natürlich in Q3 weiterkommen. Das ist mal das ganz klare Ziel. Also nicht in den Top 10 zu starten, wäre ja ziemlich schlecht auf dieser Strecke. Nachdem wir gesehen haben, was das Auto alles Gutes leisten kann. So, dann geht es hier wieder schön diese Vollgeschwindigkeitskurve nach oben. Und dann kommt hier die lange, lange Gerade. Können wir mal nach diesem Rennen schauen, ob wir vielleicht auch fürs nächste Rennen dann ein oder zwei Motorkomponenten, die jetzt leicht gelb angeschlagen sind, dann austauschen oder ob man die nochmal ein weiteres Rennen drin lassen. Und wieder Grosjean vor der Nase und ein bisschen die Leitplanke mitgenommen. Ja, da können wir direkt zurück in die Garage mit so einem Frontflügel. Kommen wir nicht arg weit. Da reparieren wir mal kurz den Frontflügel. Da war ich zu viel auf dem Abweiser. Am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Und dann war das Auto relativ bockig. Hat den Fehler überhaupt nicht verziehen und da ging es direkt in die Leitplanke rein. Keine Chance, da noch irgendwie zu reagieren. Sollen wir noch die Zeit haben, eine gezeitete Runde zu fahren. Momentan auch noch Zeit für zwei gezeitete Runden. Brauchen wir da auch keine Rückblende verschwenden. Die will ich dann lieber fürs Rennen aufheben. Das sind mir einfach zu wertvoll, wenn ich, wie gesagt, nur drei einsetzen möchte. Für Qualifying und Rennen zusammen. Momentan Platz 16, logisch, keine gezeitete Runde bisher. Das müssen wir jetzt ändern. Und dafür wäre es dienlich, nicht mehr auf irgendeinem Abweiser rumzufahren, wo wir dann einfach nur wegrutschen und in der Wand landen. Also der Teil nach dem Start ist zumindest jetzt hier im Qualifying gar kein Problem, im Rennen wird es schwieriger. Wenn wir nicht vorne wegfahren, weil da dann echt viel los ist. Kniffliger sind dann die Kurven. Und das hier geht noch. Und hier muss man ziemlich auf die Bremse stehen, dass man hier nicht so weit rauskommt. Eine vernünftige Kurvenlinie bekommt. Dass man dann auch hier eine gute Kurvenlinie hier runter bekommt und hier gut beschleunigen kann. So, dann hier die Kurve kommt. Da kann man sich so ein bisschen reinfallen lassen, Fuß vom Gas nehmen und dann einfach rein in die Kurve. So, bisher läuft das jetzt schon mal wesentlich besser als die erste Runde hier in Q2. Im Frontflügel geht es auch noch gut. So, hier muss man auch ein kleines bisschen vom Gas gehen, wenn man die Kurvenlinie nicht perfekt erwischt, weil sonst geht es auch gnadenlos neben die Strecke. Und das kostet dann natürlich richtig Zeit. So klappt es aber ganz gut.
Und das wird auf jeden Fall eine vernünftige Runde, die uns Q3 sichern sollte. Ja, definitiv. 1.47.792. Schnellste Runde. Gut gemacht. Da wird schon mit den Reifen taktiert. Hier sehe ich Bottas, Verstappen, Hamilton und alle mit dem Medium gefahren. Da wird natürlich taktiert für den Rennstart, die härtere Mischung nehmen zu können. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 47,7. Die Zeit ist eh fast abgelaufen, wir lassen wir voll runterlaufen. Fast 2 Sekunden schneller als Bottas. Allerdings haben die natürlich Bottas jetzt auch hier den gelben Reifen gefahren. Dadurch Perez vorerst mal auf Platz 3 mit dem roten Reifen. Schauen wir mal, wie sich das in Q3 verhalten wird. Und wie dann die Startaufstellung am Ende aussehen wird. Das erfahren wir jetzt in Q3. So, auf geht's in unsere gezeitete Runde gleich. Hier noch einmal die lange Gerade mitnehmen. Und die Doppel-S-Kurve, das ist eigentlich nur ein S. So, hier die kleine S-Kurve. Und dann geht's auf Start und Ziel und ab in die gezeitete Runde. Hier gleich die erste DRS-Zone mitnehmen. Und dann holen wir uns mal die Pole Position. Das ist zumindest das Ziel. Ob wir es dann schaffen, ist die andere Frage. Aber wenn wir so eine Runde fahren, wie unsere beste Runde in Q1 oder Q2, die beide echt gut waren, dann sollte das kein Problem sein. Auf jeden Fall Bestzeit in Sektor 1, das muss aber noch nicht so viel heißen. Es sind ja noch nicht so viele Leute gefahren, noch nicht so viele andere Fahrer haben Runden gefahren. Deswegen ist das noch nicht so repräsentativ. Aber hier sind wir gut durchgekommen durch die Kurvenkombination. Und hier die nächste Kurve, auch da. Geht sauber durch, da sieht man den Abweiser fast nicht, wenn die Sonne scheint. So ein bisschen nach Gefühl fahren. Aber das geht ganz gut. So, dann hier durch die Kurve. Dann kommt hier wieder die Kurve, man kann die Vollgas fahren, man braucht aber die richtige Linie dafür. 1.49.437 von Vettel. Die vorerst schnellste Zeit. Da werden wir dem Herr Vettel wohl ein bisschen die Suppe versalzen. Weil da sind wir eindeutig schneller unterwegs. 1.46.625. Und ich denke, das sollte reichen für die Pole Position in Belgien für Ramon Rodriguez. 2,2 Sekunden schneller als Hamilton. Jetzt natürlich die Top 10, die noch übrig sind, alle mit den roten Reifen unterwegs. Alles andere macht ja auch gar keinen Sinn. So, dann schauen wir mal. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Rodriguez, Hamilton und Valtteri Bottas. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Genau, beide Mercedes hinter uns, dann Ferrari und Red Bull abwechseln, Vettel, Verstappen, Leclerc, Albon und auf Platz 8, 9 und 10 haben wir dann noch Perez, Ricciardo und Norris. Das war es soweit vom Qualifying von Belgien, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder morgen beim großen Preis von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, ciao. Leute.